Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play South Park The Stick of Truth. Wir haben im letzten Part haben wir auf dem Alien-Schiff einen krassen Fight gehabt gegen Alienführer und so weiter, haben uns mit Randy Marsh angefreundet und haben und so viele spannende Dinge erlebt. Jetzt geht es erst einmal weiter an Tag 2. Go play with your new friends today. Oh, look, you've made friends. I'll be your friend too, sweetie. It'll make you look popular. Also eigentlich ist das eher peinlich, wenn die eigenen Eltern mit einem befreundet sind. Euren Vater könnt ihr übrigens ab 50 Freunden dazu adden. Gut. Wir holen uns direkt mal einen neuen Vorteil. Ich habe es ja schon so gemacht. Ich denke... Dann ist hier weniger Scham. Distanzwaffen, damit greife ich eigentlich nie an. Ich denke, ich werde höchstwahrscheinlich entweder den Extraschlag oder kämpfen... Nee, kämpfen oder fliehen nicht. Nee, es wird der Extraschlag sein. Gut. Oh mein Gott! Sie kamen aus dem Nichts! There was a huge earthquake and then there was burning in my yard. Didn't you hear about it? It's all over the news. Here, look. And that a large earthquake and several fires in the South Park area last night woke many residents from their sleep. Here with the report is a midget in a bikini. Tom, government workers here are assuring everyone nothing out of the ordinary has happened. They claim that the only reason huge tents have gone up to cover this area is to mask the construction of a new Taco Bell, which will open sometime later this month. Thanks, Midget. I do love me some Taco Bell. The mayor of South Park states that last night's tremors and fires are under control and that hopefully schools and businesses can open again soon. It's horrible. You don't understand. The elves, they took the stick! And it's bullshit because that is totally cheating. We specifically said no trying to take the stick at night. Elves are dirty little liars and we have to lay waste to their entire base! You have some incredible ability to make friends quickly, Sir Douchebag. I'm sending you on a quest to go out into the lands of Zaron and recruit a whole nother faction to Koopa Keep. Find the goth kids and give them this letter. Get them to join our kingdom and we shall lay waste to the drow elves once and for all. Fucking cheaters. Gut, denn wir haben eine neue Aufgabe bekommen. Wir müssen jetzt den wir müssen jetzt die goth kids rekrutieren. Und bevor ich es auch diesmal vergesse, ein Gruß an dich, Jan. Gut, wir wechseln auf jeden Fall zu Butters. Ich finde, das ist der beste Begleiter im er ist von den Begleitern, die man bis zum zweiten Tag, sag ich mal, haben kann, eigentlich der beste, aber ansonsten habe ich sie schon. Nein, habe ich noch nicht. Okay. Ich muss mal kurz nachgucken. Eigentlich müsste die hier hinten aber schon geholt haben. Das mache ich eigentlich immer im ersten Part direkt. Und ansonsten brauchen wir... Stimmt! Ich erinnere mich, ich habe ja was im letzten Part versprochen, das machen wir jetzt auch direkt. Und zwar habe ich euch ja gesagt, wir kommen in der Kanalisation nicht weiter, weil wir dann noch eine Fähigkeit brauchen, die wir erst noch kriegen werden. Die haben wir jetzt bekommen. Weswegen wir jetzt in die Kanalisation reingehen werden. Und mal schauen. Immer die Leute, die die Aufnahme einplatzen. Zu ihm kommen wir noch nicht hin. Wenn ich einmal hier bin, da war noch was. Weiter rechts ist nämlich ein Laden. Und zwar können wir zum einen hier aufs Dach. Schnell jetzt hier hin. Hier ist nämlich eine Truhe. Nehmen wir hier nämlich die Knappenhandschuhe. Und dann war nämlich noch weiter links. Jetzt muss ich kurz mal überlegen. Gut, hinten beim User, das haben wir ein andermal. Andermal. War denn die Scheibe, die man zerstören kann? War die hier? Oh, ich weiß es nicht. Also wir gehen sofort in die Kanalisation. Ich muss nur noch ein letztes Mal hier kurz nachgucken. Aber so wie es aussieht, war hier dann doch nichts. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass hier irgendetwas war. Eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass eines von diesen Fenstern zerstörbar war. Na gut, wir holen ihn im anderen Part, wie versprochen. Ich muss es in die Kanalisation und schnell die 30 Minuten rumbringen, weil ein paar andere Leute mit mir zusammen Secret Hitler oder Cards Against Humanity spielen wollen. Ich muss mal schauen. Wir holen uns erstmal diesen Sticker, den wir noch nicht nehmen können.
den Kronkorken. Und dann würde ich sagen, ab geht's in das Zuhause von Markus. Spaß, Alter, Spaß, Spaß, Spaß. Wir schreiben ja morgen einen Musiktest. Und geil, wir haben einen Klumpen Scheiße gefunden. Jawohl. Genau das, was ich wollte. Ja, das ist, der Klumpen Scheiße. Hä? Ich fange echt bald an, das da rein zu schneiden. Hä, Fußspuren. Gut. Hier ist das eine, was wir nur mal lassen. Kann ich das schön Pokémon hier vergessen? Und hier ist Mr. Hanky. Thanks for coming to visit, but here, every day is Christmas. So when I say howdy ho, you gotta say, howdy ho, Mr. Hanky. Give it a try. Howdy ho. Guess they let anybody down in the sewers these days. Who's at the door? Is that the guy with my pills? No, it's not anyone with pills for you, darling, okay? I called that motherfucker 3 hours ago! This is my lovely wife, Autumn. She celebrates Christmas with vodka and muscle relaxers. And here, every day is Christmas. Wait, where the fuck are my kids? What do you mean, where are the kids? You're supposed to be watching them out back, Autumn. No, they were being watched by the babysitter. The babysitter quit 4 months ago when you threw up on her. Don't you fucking yell at me! Don't you excuse us a minute. Don't you ever embarrass me, Father, stranger, last year, John! You're so good, and you don't know where you can't go! Fuck you, they're your kids, too, you pussy! Yes, yes, fuck you, I'll fuck you! Howdy-ho! Listen, I gotta get my wife some help. Could you go look for our children? I sure would make it worth your while. There's Simon, Amber, and Cornwallis. Tell them their father wants them home right away. My baby! Bring me my baby! You're a fucking train wreck! Gut, also Leute, unsere Quest. Wir müssen jetzt Kinder... Oh, ich laufe da jedes Mal rein, ne? Ich schwöre, ich krieg zu viel. Gut, wir machen als allererstes... Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, was wir als allererstes machen. Ich würde sagen, wir werfen erstmal die Dartpfeile. Und dann muss ich jetzt hoffen, dass wir jetzt was mit Professor Chaos hinlegen, was uns hilft. Das Schlechteste, was man erwischen kann. Na ja, gut, 5 von CP kriegen wir jetzt mit einem Darkfall. War! Okay, 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 okay. Das ist ein Witz. Jetzt sag mal nicht, dass hier noch mit 9... Da gammelt hier mit 9 Leben rum. Nee. Weg. Oh, tut mir leid, Leute. Ich bin immer noch ein bisschen krank. Gut. So, wir gehen jetzt erstmal dieses entzückende kleine Mädchen... Okay, aber nicht lang, stimmt ja. Diese entzückende Dame dort retten. Aber zunächst einmal gehen wir hier hin. Stinken wieder nach Scheiße, gehen nach unten. Holen unsere kleine Freundin hier ab. Gut, also wir haben die erste von den 3 Henki-Kindern gerettet. Ich würde sagen, weiter geht's zum nächsten. Und zwar einmal hier noch was holen. Könnte ja wichtig sein. Hier war es, weil ich weiß eigentlich nichts... Oh, oh, oh Gott. Da war ein Obdachloser, den vergesse ich fast jedes Mal. Gut, den klatschen wir als allererstes mal einmal Mäuschen hinten rein. Und Butters wird jetzt einmal seinen Hammer der Stürmer auf diese Leute ausüben. Damit sind die beiden nämlich weg und er ist hier oben schwer angehittet. Okay. Alter! Nee! Nicht süffeln! Hallo! Spaß, ey. Ja, und der gammelt damit 9 Leben!
Alter, ey. Oh, geil, Level 7. Geil. Gut. Gehen wir doch direkt mal hier das nächste kaufen. Wir holen uns exekutieren. Ich werde den Skill aber persönlich, ich benutze ihn eigentlich nie. Ja, Spiel, ich weiß, dass ich da nicht lang kann. Danke fürs nochmal Damage machen. Dankeschön. Spiel! Gott. Gut, Leute, Zeit für ein weiteres Opfer. Wer die Folge gesehen hat, in der sich Mr. Garrison wieder vermännerisiert hat, wird sehen, dass hier drin die Schwanzmaus ist. Hat einen hohen Wiedererkennungsgehalt. So, zuallererst würde ich sagen, hauen wir da dreimal Bluten rein. Und Ballast wird mit dem Hammer der Gerechtigkeit nachhauen. No. Oh. Alter, komm! Hallo! Nein! Nein! Ich wollte doch was anderes! Spiel! Ja, jetzt... Naja. Wir haben es zwar geschafft, aber nicht ganz so, wie ich es mir erhofft hatte. Gut. Haben wir einen weiteren... Können wir ein weiteres Häkchen in unserem Road to the Best Hunter machen, ja? Das ist ja Monster Hunter, ja? Monster Hunter South Park Edition. So, hier unten war der Notausgang, genau. Dann gehen wir nämlich direkt mal da lang und aktivieren das hier. Weil dann haben wir quasi so einen richtigen Shortcut gefunden. Oh, der Stab der Verschwendung. Her damit. Her damit, her damit, her damit. Ja, komm. Das ist eine richtig geile Waffe, die spiele ich eigentlich fast immer. Und was noch dazu sein muss, was auf jeden Fall sein muss, ist das hier. Wobei, nee, eigentlich nicht. Ich muss ja kurz gucken, ob ich bei meinen Sachen noch was Besseres habe, aber sieht nicht so aus. Ich glaube, der Ellenanzug ist tatsächlich das Beste. Nee, dann werde ich jetzt mal dazu... Ja, komm, ich bleib bei dem hier. Ich hatte jetzt kurzzeitig so einen Schock, dass ich nicht den Alu vor den Hut hatte. Wo ich doch eigentlich den Typen im UFO geklatscht habe. Das Item kriegt ihr nämlich nur von dem und nur dort. So. Töten wir die jetzt auch nochmal ganz schnell. Ach du Scheiße. Ich muss jetzt mal gucken, auf wen gehen wir denn. Ich würde aber sagen, auf den wütenden Penner. So, wenn wir es jetzt gut machen und ich mit Professor Chaos eine gute Attacke treffe, wobei, was wir vorhin hatten, war gar nicht so schlecht. Das Einzige, was halt wirklich nicht kommen darf, ist, dass wir so ein Schild kriegen. Also, dann haben wir echt verkackt. Okay, jetzt muss ich mal gucken, wo ist das? Yes! Das ist das, was ich wollte. Damit ist nämlich der Penner da hinten weg. Und sie auch. Okay. Dann würde ich sagen, als nächstes meucheln wir mal den betrunkenen Penner weg. Ich hoffe, das reicht. Natürlich, warum sollte es denn auch reichen, Spiel? Ach, pass auf, ich habe mehr Angst vor dem, weil der kann so einen Angriff machen, der nennt sich Bordsteinkick, der würde mich damit wegfisten. Das kann ich halt relativ leicht kontern. Und dann machen wir jetzt noch einmal Mäuschen auf die Ratte. Und weg ist sie. Gut. Passt eigentlich. Gut denn. Und da haben wir auch noch eine richtig geile andere Waffe bekommen. Die, wo... Ah, die zerbrochene Flasche. Her damit, her damit, her damit. Auf geht's. So, jetzt muss ich doch einen ganz kleinen Moment überlegen, wo das letzte ist. Also das letzte dieser, na, dieser Bastarde, nenne ich es mal. Aber soweit ich weiß, müsste das in der Nähe vom Emergency Exit sein. Und zwar, wenn wir jetzt hier lang gehen,
dürfte erstmal hier noch ein Obdachlosenheim sein, genau. Oh Christ, what a pickle. Ach. Nee, wir machen wieder Meucheln. Einmal Meucheln und dann macht Butters wie immer sein Professor Chaos. Schade, dass ich jetzt nicht überspringen kann. Aber gut. Bitte lass mich aimen. Shit. Oh shit. Komm. Konter. Vor der Attacke habe ich mich sogar... Ja, 23 AP. Erzähl's deiner Oma, Alter. Spare change? Ohne Scheiß, ey. Ist mal voll geschissen. Gut, den da hinten würde ich nicht wegkriegen, deswegen mache ich jetzt die Ratte weg. Alter! Alter, Butters, kratz mir nicht ab. Oh Gott. Ich hatte gerade irgendwie so einen Krampf im Finger, muss gleich zweimal klicken, lol. Gut, dann haben wir ein weiteres Obdachlosencamp umgesiedelt. Das dürfte, glaube ich, sogar das letzte gewesen sein. Oder auch nicht. Ah, Gott, wo war denn das? War das hier? Ah, scheiße, scheiße. Hier, nee, hier war nur... Lol. Was habe ich denn jetzt hier? Ach, da war der... Hallo. Stirb, Ratte. Das war doch kein erster Angriff. Ne, klar. Alles klar. Gut, ich bin da mal schön am Blocken, ne? Ich stell dann wieder rein, wenn es hier fertig ist, ne? Just saying. Nein, 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 nicht zerbrochene Flasche, nicht zerbrochene Flasche. Wir meucheln jetzt die Mama-Ratte. So. Und Butters wird jetzt bitte eine Attacke einsetzen bei seinem Professor Chaos, bei der jetzt auch wenigstens mal alle Leute wegfistet. Okay. Wir schaffen das. Na gut, besser als nichts. Das ist eigentlich doch eine gute Variante. Wie jetzt? Es leben noch alle fünf. Ich hoffe, das hat man jetzt gehört, wie ich im Hintergrund meine Flasche weggeschmissen habe. Ach ja, und mit dem Leben auch noch. Mit dem Leben natürlich. Ach, ganz ehrlich. Raus. Aus. Aus. Der Kampf ist aus. Butters ist Sieger. Gott! Was ein Misttry. Gut. Gut. Haben wir auch Cornwallis gesaved. Und haben somit die Quest auch abgeschlossen. Wir sind jetzt noch ein... Renn, renn, renn! Ja, natürlich! Ich war doch halt schon durch! Gott, ey, nee. Gut. Also wir sind zwar jetzt schon fast durch gewesen, aber okay. Oh oh. Nein! Renn! Okay. Aber soweit ich weiß, kommt jetzt noch ein Obdachlosenheim, nämlich jetzt direkt bei der Leiter unten. Gut. Das dürfte tatsächlich der letzte Kampf sein. Genau hier rechts war das. Und hier links. Leute. Oder halt umgekehrt. Genau. Auf geht's. Dann dürfen wir auch mit den Obdachlosen-Camps durch sein. Das passt wunderbar. Gut, wir drücken erstmal dem wütenden Penner eine rein. Ja, ich möchte es auch mal für euch ein bisschen abwechslungsreich gestalten. Dann machen wir... Hier mal den Hammer. Ja, natürlich wäre der schwach darauf. Erzähl's deiner Oma, ey.
Ach du Scheiße. Oh, schade. Ah, schade. Ich dachte, ich krieg's noch. Ich dachte, ich kriege es noch hin, die ganzen Attacken zu blocken, ohne dass was passiert. Exekutieren macht einfach keinen Sinn. Ich ziehe zu wenig Leben damit ab. Ich glaube, ich drücke dem jetzt mal eine rein. Das macht nur 42. Ja, ist ja gut. Machen wir wenigstens den betrunkenen Penner weg. Ah, der Kampf entwickelt sich nicht ganz zu meinem Willen, aber... Aber wir schaffen das jetzt. War das heute jetzt nämlich mit seinem Hammer komplett weg. Oder halt auch nicht, ach Butters! Mann! Ey, das Let's Play ist gerade echt nicht das Premium-Let's Play vor dem Herrn. Aber gut, wir haben alle Obdachlosen-Camps umgesucht. Leute, sind das zwei? Tatsache. Auf geht's, Looting hier. Passt das dann auf jeden Fall hier noch machen? Hier den Loot holen. Und dann gehen wir hier zum Emergency Exit, weil da müssen wir sowieso nochmal später hin. Und in dem Sinne können wir das auch gleich jetzt machen. Weil wir verpassen dadurch rein gar nichts. Wir machen jetzt nur noch einen weiteren optionalen Kampf. Auf den ich auch ziemlich Bock habe, muss ich sagen. Oh, ich glaube nicht, dass ich mich da durchdodgen kann. Das habe ich noch nie hinbekommen. Ja. Nee, ist nicht möglich. Müssen... Ja, da bringt halt die gesamte Türkenfamilie mit, ne? Alles klar, Türkei-Familie geht hier im Urlaub oder was? Familienpicknick. Ja, alle haben so Durchfall, Kötel mir ins Gesicht oder was? Alter. Natürlich. Gut, also nach diesem phänomenal beschissenen Start würde ich sagen, fangen wir auf jeden Fall mit dem Blut hier an. Einfach weil da viele schon damit bluten und damit relativ viel gezogen werden kann. Butters wird auf jeden Fall den Hammer der Stürme gegen die drei Vorderen einsetzen, würde ich sagen. Alter, wie spät kam der denn? Gut, das... Alter, Butters geht mir noch abkratzen. Butters, nein! Also ich könnte jetzt Risky Play machen, aber... Achten... Nee, komm, dann... Ach, da brauche ich keinen Trank zu nehmen. Können wir uns auch sparen. Weil die meucheln wir jetzt One-Hit weg. Und Butters wird jetzt auch... Ich sagte, Butters wird jetzt auch... Butters wird jetzt auch One-Hit wegklatschen. So. Hier kommen wir noch nicht vorbei. Sind die jetzt auch ein schön Pokémon und die sind solche, Männer. Wie heißen die nochmal? Die Krabbenmenschen waren das, glaube ich. Die Folge kenne ich aber auch noch. Gut. Hier kommen wir noch nicht lang. Ihr seht ab. Oh! Lol, die habe ich echt gedodged. GG. Gut. Ihr seht schon, hier geht es nochmal rein und hier kann man etwas platzieren, wenn wer vorhin gut aufgepasst hat. Und wenn jetzt die Blutorange benutzen, kommt jetzt hier der Flughund. So, als allererstes... vier Blutschaden zufügen. Und baut das heute direkt mal mit dem Hammer der Gerechtigkeit rein. Der Kampf ist jetzt auch nicht so schwer. Jetzt haben wir noch einmal Mäulchen hin. Und weg ist er. Sehr gut. Haben wir auch den Kampf gegen die Fledermaus erfolgreich bestanden. Jetzt können wir hier wieder an die Oberfläche zurückgehen. Wir riechen zwar nach Scheiße und sind ungefähr... Wir sind zwar nicht so beliebt wie Scheiße, aber wir riechen ungefähr so. Gut, das habe ich auch schon da. Dann muss ich doch jetzt nur noch einmal ganz kurz ins Inventar gucken und überlegen, wo wir jetzt doch kurz hingehen. Genau, wir müssen jetzt nochmal kurz zu El Gor und wir müssen nochmal zur Bürgermeisterin. Na, ich hab Mr. Hanky vergessen. Nein. Doch, war gut, dass ich nochmal nachgeschaut habe. Gut, sie hab ich wahrscheinlich schon geholt. Lol, da oben war das Fenster, wo ich hin wollte. Ich komm jetzt nämlich auch rein.
Jacob! Und jetzt haben wir uns einen Freund geholt. Sie habe ich ja wahrscheinlich schon. Hey, how was your weekend? That's so great. Hey, later. Okay, okay, okay. Ich sag mal nichts. Ja, natürlich, ich musste ja noch den Spiesel da holen. Suspicious activity to the police. That's what I do. Aber gut, man kann ja auch mal Fehler machen. Ganz ehrlich, Leute, wer von euch mag diese Musik auch so sehr? Ich feier die so hart, diese Musik. Gut, ab zu Mr. Henke, dann kriegen wir nämlich eine, ich sag mal, ein Hilfsmittel, ein neues. Da können Sie nämlich auch Mr. Henke im Kampf rufen, der mit einer scheiße Welle, ach keine scheiße Welle, ein scheiße Tsunami, sag ich da ja. Howdy-ho! Thanks for finding my kids! Thank the nice man nuggets! Thank you! Anytime you need my help, you just call on me, and I'll be there sure as a shit on Sunday! Howdy-ho! Except against bosses, of course. I might have shit for brains, but I'm not stupid, and I can't help you more than once per day. Just like I can't help anyone who won't help themselves with rehab. Gut, dann sind wir in der Kanalisation jetzt auch zu 100% durch. Wobei, naja, sagen wir mal zu 90%, weil wir müssen ja noch das Schimpokémon und die Krammenmenschen da drüben holen. Ist an sich keine schwere Aufgabe. Aber jetzt müssen wir erstmal hier raus. Und muss ich hier mal mit der Alien-Sonde rübergehen. Sentis, Gut, dann muss ich jetzt nochmal überlegen, wo ich hin wollte. Aber ich weiß es wieder. Ich wollte nämlich zur Bürgermeisterin. Zum einen wollte ich mir dort die Freundschaftsanfrage abholen. Achso, und für das, ich weiß nicht, ja, auf ihn habe ich schon mal gefurzt hier, für das Achievement, wenn ich das wollen würde. Ich bin aber auch blöd, ne? Och nö, jetzt sind da... Nein! Okay. Wir haben es geschafft, ja! Gut. Thanks, kid. Your work helping with the homeless... Damit haben wir eine weitere Quest erfüllt und jetzt geht es auch direkt dahinter. Will ich dahinter? Nein, will ich eigentlich nicht. Was will ich hier hinten? Ich will woanders hin. Zu Jimbo will ich nicht, zur Schule will ich auch nicht. Da war noch was anderes. Ich stehe da wieder. Genau, zu El Gore wollte ich. Das wollte ich. Und zwar sagen wir jetzt El Gore, dass wir jetzt den Scheiß unten platziert haben. Und holen uns somit auch von ihm die Freundschaftsanfrage ab. Wir können ja jetzt hier rein. Konnten wir, glaube ich, schon vorher. Nice work. I will let you know of any updates on Manbear Peg. Make sure to share the news on Facebook. I'm super serial. Gut. Dann würde ich sagen, was auch schon wieder von meiner Stelle. Tut mir leid, dass ich... Wobei, wenn ich schon einmal hier bin, dann kann ich wenigstens noch hier oben diese Kiste holen. Dann mache ich jetzt hier auch mal Schluss. Dann ist das nämlich mal ein etwas kürzerer Part. Dafür wird dann halt der nächste... Was heißt der nächste? Ich habe jetzt mehrere Parts rausgehauen, die alle über 30 Minuten waren, wie ich es eigentlich ursprünglich geplant hatte. In dem Sinne denke ich mal, dass ihr jetzt mal auch mit einem etwas weniger langen Part leben könnt, falls der wirklich so kurz war. Ich habe nämlich nicht auf die Uhr geguckt. Ich weiß nur, dass wir jetzt die knappen Rüstung noch haben. Gut, dann geht es jetzt nämlich hier runter. Und dann würde ich sagen, reisen wir noch kurz zur Schule. Und dann werde ich vor... Wobei... Ich werde mir zumindest noch die Quest der Goth Kids abholen. Dann wissen wir nämlich, dass wir das nächste Mal machen müssen. Und dann passt das. Oh, dann freut euch aufs nächste Mal. Im nächsten Part werden wir dann nämlich auch mal in das Hauptquartier der Elfen reinkommen. Das wird ein Spaß werden. Gut. Ab zu den Goth Kids. Ich weiß nicht, irgendwie... Irgendwie erkenne ich, wenn die beiden sich hier fusionieren würden, plus gute Laune, dann hätte man meinen Klassenkamerad Clemens. Ich gehe jetzt nicht näher darauf ein. Who's that? I think it's that new kid people are talking about. Beat it, new kid. This area is strictly for goth kids. What's this?
Join the Kingdom of Koopa Keep to battle the wicked elves. All recruits welcome. Sorry, Frodo. We don't play Dungeons and Douchebags. Yeah, beat it, Nukehead. Oh, come on. Let's do it. We never do anything. No way. We can't do what this kid asks us to do. He's a conformist. Look at his clothes and his hair. Yeah, tell you what, Nukehead. Get the right clothes and some cigarettes and coffee and then talk to us again. Yeah, if you want to prove you aren't a conformist, then you need to look exactly like we do. Then maybe we'll consider hanging out with you. Gut, das ist unsere neue Quest, die wir im nächsten Part dann noch bearbeiten werden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wem es gefallen hat, dann bitte vergesst noch nicht, bei der nächsten Folge wieder einzuschalten. Wir hören uns beim nächsten Mal, beziehungsweise wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao.